Servus Leute zu Duel of Champions. Crazy Bane möchte ein Duell. Dann legen wir mal los. Oh Mann, ich habe aus Versehen gerade mit zwei verschiedenen geschrieben. Das ist schon hässlich, dieses Chat-System. Hakim. Will ich diese Hand bei Hakim behalten? Die ist zu langsam. Oh, was ist das für eine Hand? Was ist das für eine grausame Hand? So unglaublich. Aber gut. Mal schauen, ob er auch diesen Zauber hat, den der Hakim im letzten Part hatte, nämlich, dass die Füße still bleiben. Diesmal habe ich jetzt aber nicht meine Bachsängerin auf der Hand. Das ist natürlich traurig. Das kam gerade gelegen. Und Glück hatte ich auch ein bisschen. Oh, ich habe jetzt zweimal Sonnenstrahl. Die Hand ist jetzt nicht optimal. Das Spiel können wir nochmal machen. Tja. Das Blöde ist, er gewinnt halt damit Zeit. Ich müsste auf Zeit spielen, aber ich habe auch keine Handkarten, um jetzt gut auf Zeit spielen zu können. Ist ernsthaft? Oh, das wäre jetzt so geil gewesen, wenn es nochmal gekommen wäre. Naja. Ich habe aber Alternativen. Ich habe schon ein paar Alternativen. Ah, doch, ich habe ihn. Oh. Wurde der verändert? Achso, nee, egal. Habe jetzt gedacht, er braucht mehr Schicksal. Aber stimmt ja, ich habe ja bloß ein Schicksal. Ja, der kommt leider ein bisschen zu spät. Okay, er zieht vier neue Karten. Oh, was hat er denn abgeworfen? Steinschild, Retour. Ah ja, sehr gut. Also, solange ich kosmische Singularität habe, ist das noch alles feini. Das ist gut, dass ich die gezogen habe und dass sie nicht im Müll landete. So, mein Gegner. Was macht mein Gegner? Was hat mein Gegner? Mein Gegner macht jetzt viel Magie. Sehe ich gerade. Ich bräuchte eine Bachsängerin. Unbedingt. Und er muss mich jetzt am Angreifen hindern. Oder meine Kreaturen vernichten. Ich weiß nicht, ob ich den leben lassen will. Ich überlege gerade, einen Sonnenstrahl einzusetzen und meine eigene Kreatur zu schädigen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe eine kosmische Singularität im Deck, also es wäre optimal, wenn sie doch irgendwie da im Friedhof landen würde. Ansonsten... Ne, da bringt jetzt nichts mehr. Also dich. Boah. Ich habe jetzt schon Angst bekommen, dass jetzt die Karte kommt, die mir geholfen hat. Okay, da setzt sie noch 5 runter. Kommt da jetzt irgendwas? Yes! Das Runde Erneuerung war eine schöne Schicksalskarte, die keinen Effekt auf meine Kapazität hat. Ja, dann.
Lief doch bisher. Lief doch. Das ist interessant. Ich frage mich, wenn die kosmische Singularität dann ins da reinfliegt. Das wird schön. Okay, bisher habe ich noch nicht viel Removal bekommen. Jetzt kann ich schubsen. Warte, was können die? Warte, was können die? Das Spielen von Zaubern aus der Hand. Kosten für jeden. Okay. Wollen wir das? Das ist gerade die große Frage. Will ich das? Was sind die Alternativen? Schubsen und schubsen. Schubsen. Angriff. Schubsen. Angriff. Zwei Schaden für eine gelähmte Kreatur? Wieso? Nicht. Ich habe keine Ahnung, ob der Katalysator-Djinn gut ist. Habe ich jetzt noch eine Möglichkeit zu schubsen? Nein, aber das muss er ja nicht wissen. Jetzt bin ich gespannt. 8 Ressourcen hatte. Ja, gegen Steinschild kann ich nichts machen. Das stimmt. Da habe ich jetzt gerade nicht die richtige Hand. Beziehungsweise nicht die richtigen Karten. Jetzt zieht er drei Karten. Drei Karten war es, glaube ich, oder? Ja. Na, zieht drei Karten. Jetzt ist die Frage, komme ich da irgendwie durch? Erstmal so ein Schild gucken. So, da kommt kein Schild mehr. Dann töte ich dich, töte ich dich. Dann das bringt ja nichts. Mensch, die Hand bringt alles gar nichts. Töte ich dich, töte ich dich. Wenn ich das nur könnte. Und da muss er mindestens eine weitere Karte hinsetzen. Sonst hat er ein Problem. So, das Steinschild ist weg. Aber mindestens eine Karte, weil mit deren Fähigkeit kann ich das loswerden. Da muss er was hinsetzen. Auf jeden Fall in die Reihe. Sowas wie Insektenschwarm hat er nicht. Die richtige Magieschule wäre es auf jeden Fall. Oder, der hat zu wenig Magie, um Puppenspieler zu spielen. Ja, Insektenschwarm hat er. Einen oder mehr? Du musst dir ein Schild aufsetzen. Ein Steinschild ist jetzt zwingend notwendig. Selbst wenn du meine losbekämst. Ich glaube, ein Steinschild ist jetzt gerade nützlicher als alles andere. Das war aber auch glücklich, dass ich die beiden gezogen habe. Die waren richtig Gold wert bisher. Ich bräuchte die viel. Kosmische Singularität zum Ziehen. Okay. Ich denke, mein Deck hat gute Chancen gegen Mildecks. Kam und gar nicht die kosmische Singularität. Mein Pech hätte natürlich sein können, dass die kosmische Singularität gezogen wird, weil dann... Ja, dann schlecht. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.